Boah, das ist so ein Honk. Ich weiß. Ach, leckt mich doch alle am Photonentorpedo. Grüß Gott und buenas dias, Messias. Ich sehe, da vorne ist ein Feind, wie es aussieht. Ach, ein Jaoguai. Na, wie niedlich, Bärchen. Ach, und da ist auch Sharon. Warum brauchst du Hilfe mit einem Bärchen? Ja, siehst du, brauchst du gar nicht. Ah, der wollte dich umarmen, siehst du das? Ja, fängt gut an, die Folge. Mir ist übrigens auch aufgefallen, ich habe einen Ockenlieferanten übersehen. Wie konnte mir das vorkommen? Nämlich die Zitadelle. Ja, da könnten wir wunderbar noch Ocken zocken. Ja, wir machen hier trotzdem erstmal eine kleine Runde noch weiter. Weil ich erwarte, dass vielleicht das eine oder andere hier noch passiert. Da unten sieht komisch aus, ein Flickenteppich aus Erkundetem und Nicht-Erkundetem. Ja, außerdem habe ich mir eben noch Gedanken gemacht auf dem Throne, dass man ja vielleicht auch dann doch in das eine oder andere Gebäude zurück könnte, das ich noch nicht gelootet habe. Und dort looten. Oh, hä? Was ist los hier? Ach so. Ja, vielleicht habe ich in dem einen oder anderen Gebäude. Ah, hier los. Ach so, alter Maulwurfsratte. nee, vielleicht hat man ja das eine oder andere Lernbuch irgendwo übersehen. Halte ich für möglich. Ich bin nicht allwissend und allmächtig, insofern. Aha. Ach so. Alter, was ist denn hier auf einmal los? Lauter Pipifax-Gegner. Ja, nee, also ich halte mich ja nicht für allwissend und allmächtig. Also insofern ist es durchaus im Rahmen des Möglichen, dass ich im einen oder anderen Gebäude etwas übersehen habe. Zum Beispiel. Aha. Ja, also hier sind wir eigentlich großflächig gewesen, wie man sehen kann. Spaß. Warte mal. Halt. Da. Warte mal. Ich muss mal kurz das Gauss-Gewehr rausholen. Und die lange nicht mehr gesehen. Komm her. Ui. Das hat aber weh getan, Hundi. Sonderlieferung, meint er wohl. Vögelchen, stehst du denn da und machst so ein ernstes Gesicht? Warum so ein langes Gesicht, Digga? Ja, das ist das Beinhaus. Sag mal, Vögelchen, warum nicht? Ah ja, guck mal da. Da sitzt dann noch so ein Vogel mit einem hässlichen Helm. Ja, ist hässlich der Helm. Beinchen? Deswegen heißt es Beinhaus. Ja, schade, dass der Kevin hier wohl nicht mehr schaut. Ja, ach ja, alte Zeiten. Ja, ich habe ja gesagt, wahrscheinlich ist der Kevin. Oh, Mauspad fällt vom Tisch, kein Augenblick. Wahrscheinlich ist der Kevin verärgert dadurch, dass ich nicht schon längst bei Fallout New Vegas bin und dann auch gesagt habe, dass unter Umständen erstmal was anderes kommt. Ah, du Kackfrosch, was läufst du mir hier in die. Nein, ich will keine Brammen schießen jetzt. Alter! Hör doch mal auf, meine Leute zu zerstören. Ich nehme dich bald nicht mehr mit, Vogel. Ich nehme dich bald nicht mehr mit. Ja, nee, Kevin ist wahrscheinlich sauer, dass ich halt nicht schon längst bei Fallout New Vegas bin und als ich jetzt dann auch noch gesagt habe,
dass ich das zur Wahl stellen möchte, ne? Was ich tatsächlich tun werde. Also wenn wir dann jetzt hier endlich durch sind, dann haben wir ja kein Shooter-Spiel mehr am Start. Und das heißt ganz einfach, wir müssten dann ein neues anfangen. Und natürlich werde ich Fallout New Vegas zur Wahl stellen. Also ich kann schon mal sagen, welches Spiel ich so ins Auge gefasst habe. Das tut dem Spiel nämlich weh, wenn ich den ins Auge fasse. Stell dir mal vor, dir fasst einer voll ins Auge so. Ja, das ist keine nette Vorstellung. Ne? Das ist das Böse. Oh, was haben wir? Deckung! Siehst du, dafür mache ich den Scheiß hier. Siehst du, weil ich bin mir ziemlich sicher, Deckung ist, glaube ich, Fertigkeiten Schöbrengschedorf, ne? Und ich kriege jetzt 2 Punkte oben drauf, also sind wir bei 75. Wollen wir nochmal sehen. Ich denke, es ist Sprengstoff. Deckung. Sprengstoff um 2 erhöht. Und wie wir sehen, Sprengstoff 75. Ja, way to go, ne? Wir brauchen noch 13 Bücher. Und die finden wir nicht einfach irgendwie, indem wir in Megaton rumsitzen, sondern wir müssen durch die Lande laufen und genauso was machen wie hier. Nämlich Raider durchsuchen und uns damit voll looten und dann wieder mehr zum Verkaufen haben. Ja, pass mal auf. Ich hab kurz. Gibt's garantiert was zu reparieren irgendwie. Also von den Waffen jetzt nicht, aber guck mal hier. Raider Peinstachelrüstungen. Ne? Und Steppenrüstungen, zack. Ach komm. Den Helm vielleicht auch mal. Ja, oh, der Helm sieht ja schlimm aus. Okay, alles klar. So, wo waren denn jetzt die Moves? Hier waren doch auch noch Muse. Ja, genau. Die Moves will ich natürlich auch. Weißt du, dann gibt es ordentlich Whisky und Brahmensteak. Hui! Wie es zerstiebt. Böse? Ja. Immer. Wie es zuckelt. Da müsste man jetzt ein Metal drunter legen. So. Guck mal, liegt ein Brahmensteak. Hier ist es nicht sicher. Doch. Ich schieß dir gleich eine. Digga. Dann lass uns mal schauen. Auf die lokale Korde. Weißt du, dann machen wir uns mal in die Richtung auf den Weg. Ich will so diese Flicken, da kann man durch den Berg gucken, guck mal. Ich will so diese Flicken, wo wir noch nicht waren, wo wir noch nicht alles en Detail. Aha. Vögelchen, was machst du für Scheiße? Ich nehme dich bald nicht mehr mit. Echt. Dann komm her. Du bist doch sowieso zu blöde, das Viech zu treffen, obwohl das riesengroß ist. So. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Ja. Ohne meine Hilfe würdest du die alle nicht schaffen. Sage ich einfach mal so. Gut, dann lass mal noch mal sehen. Wir müssten in diese Richtung, um den nächsten unerkundeten Flicken zu finden. Aber siehst du, im Beinhaus haben wir tatsächlich noch Beinhart ein Lernbuch gefunden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir nochmal einige Lokationen durchgehen und einiges an Junkloot abluten und so weiter und so fort, vielleicht noch den einen oder anderen Feind finden, den wir noch nicht über die Wachhaus. Wachhaus? Was für ein Wachhaus? Ach ja, hier war dieses riesengroße Raider Camp hier. Da, warte, wie heißt das hier? Evergreen Mills, genau. Da sind wir hier oben an der Kante lang gegangen, waren unten tierisch viele Raider und ein Supermutanten-Behemoth. Ja, nee, aber
Das haben wir alles schon. Ich frage mich, warum das als nicht erkundet angezeigt wird. Naja, Todd Howard, it just works. Wer von euch hier weiß nicht, wer Todd Howard ist? Ich wollte gerade sagen, wer Todd Howard war. Ja, der wird noch lange leben. Und uns noch viele lustige Spiele bescheren, wo wir einfach sagen werden, Digga, was ist das da drüben? So. Mhm. Ja, schon wieder halbe Folge dabei. Was ist das da unten? Mhm. Ja, eine Ruine. Eine Urine. Könnte natürlich sein, dass wir da drin jetzt auch was finden. Ich meine, ich mach mal lieber einen Schnellspeicherstand. Es ist zwar heute erst einmal abgestürzt, so Game Sound funktioniert noch. Ich dachte eben so, oh, vielleicht schon wieder 2 Stunden ohne Game Sound. Ja, warum das Teil immer noch die Soundkarte umschaltet, ich weiß es nicht. Allerdings ist es so, ich habe ja den Treiber extra deinstalliert von den angeblich soundfähigen Monitoren. Aber ich habe das Gefühl, Windows Update installiert den Treiber immer wieder neu von sich aus. Ja. Feuer! Wo? Ach! Wow! Wie? Der gehört. Warte mal. Das ist Scheiße gewesen. Der hat ein Yaogu. Hast du das gesehen? Der hat ein Yaoguai als Packpferd oder was? Nee, also Sammler können wir ja gerade gebrauchen. Will ich auf keinen Fall tot machen. Aber ich habe halt gedacht, Yaoguai, warum sollte ein Sammler mit einem Yaoguai durch die Gegend laufen? Aber es ist wahrscheinlich, it just works, ne? Hier könnte es gefährlich sein. Wo ist denn der Sammler? Ist der jetzt despawned oder was ist hier los? Ich habe keine Ahnung. Da ist er. Guck mal, der Sammler läuft mit einem Yaoguai durch die Gegend. Ich bin auf dem Weg nach Big Town. Da ist noch Geld zu machen. Die haben einige Roboterteile bestellt. Mhm. Du siehst aus wie ein Kumpel von mir. Die Roboterteile könnte ich selber gut gebrauchen. Klar, warum auch nicht? Für entsprechend viele Kronkorken gibt's genug von denen. Okay, kleines ruiniertes Buch. Hat eine ganze Menge interessanter Angelegenheiten hier irgendwie. Nö. Der hat gar nichts. Du hast gar nichts. Die verscheuern wir ihm mal. Das Bleirohr, Brahmensteaks. Wo kommen die denn her? Wie kommen die denn in mein Inventar? Guck mal, 21 Giftdrüsen des Radskorpions. Bist du narrisch, Digga. Holzhammer. Und der Fleisch. Eine Jorgflinte. Und jetzt haben wir noch 11. Mal aufs Rattenfleisch. Mikrofusionszelle. Ach nee, das ist unsere Muni. Bloß nicht verkaufen. 11. Hat er noch irgendwas? Oh, eine Schachtel Zigaretten. Und noch eine Schrottpatrone kriegt er noch oben drauf. Dann dürften wir genau richtig liegen. Ciao mit V. Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Tschüss. Du siehst echt aus wie ein Kumpel von mir. Also hier aus dem Viertel. Lass mal lieber weg, ehe der sich hier noch irgendwie mit dem Yaoguai verbuggt und ich hier noch Probleme bekomme. Diese Ruinen hier sind doch eigentlich wie geschaffen, um irgendetwas Nettes zu finden. Oh, hier radelt es ganz ordentlich. Nee, aber das sind so generische Ruinen, wo man gar nicht rein kann. Mhm. Ja, ja, ich habe vorhin vergessen, dass wir ja auch noch einen Händler in der Zitadelle haben. Den Quartiermeister, ne? Weißt du Bescheid? Hier spricht der Quartiermeister. Ach, guck mal, da. Hier drüben. Wo?
Och, ein Augenbot. Oh, hier radelt es ganz ordentlich drum. Ich dachte vielleicht, dass hier irgendwas Interessantes zu holen ist. Warte mal, was sind das für Gegner da? Boah, hier radelt es aber ordentlich. Eierkopf. Gegner lokalisiert. Oh, oh. Ach ja, die Enklave. Das war ja nötig. Ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen. Ich werde mich gerade gebraten. Könnte man vielleicht diesen Hochleistungsofen mal ihm wegnehmen? Na dann. Den kriege ich eh nicht zu fassen so. Boah. Hänge fest. Fuck. So, du Arschgesicht. Warte mal. Das Hundeköpfchen sollte mir möglich sein zu erledigen. Du, deine Knarre, ne? Du solltest doch eigentlich einen Höllenfeuerofen oder so haben, wie das heißt. Ach. Beinchen. Mein Arm. Was? Was wird mit dem Gegner gemacht? Das will ich sehen. Bams. Hättest dir mal eine vernünftige Rüstung geholt, ne? Da ist noch eine Selbstschussanlage. Warte mal. Ich mach mal kurz hin. Wo ist denn? Wo ist Sharon? Warte mal. Ich muss mal kurz mir einen Stimmpack reinfahren. Alter, Nene. Ach, Sharon. Sharon ist da oben und ballert sich da mit einem Enklaven-Idioten. Digga. Nein. Mit deiner Steinzeitknarre hast du gegen die sowieso keine Chance. Ach du meine Güte. Ein Regulator auch noch. Na gut, das gibt. Naja. Machen wir weg, der Teil. Ich sehe das schon kommen, dass Karen gleich stirbt. Weil, das sind Gegner, die sind weit über deinem Horizont, Digga. Zweimal in einem Kampf, das ist schon selten. So. Boiler, ne? Und was macht der Regulator hier ganz alleine? Weil wenn der alleine ist, vielleicht kommt ja gleich noch einer. Ein Regulator. Beutehinweis, Honk. So. Haben wir also auch noch hier so einen Außenposten gefunden. Offizier der Enklave. Ja, wir müssen gleich wieder zurück nach Hause. Weil das Loot schon wieder zu viel ist. Garantiert. Ja. Hier radelt das ja sowas von heftig. So, ein Hammer, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ja. Wir haben hier sicherlich noch mehr an. Was haben wir hier?
Das ist mir mal neu. Aktivieren Feldforschungsterminal der Enklave Kraterlager. Das habe ich ja lange nicht mehr gemacht. Na sehen, ob wir das noch können. Convinces. Chemistry. Struggles. Character. Catacombs. Aha. Ja, habe ich doch gewusst. Nee, habe ich natürlich nicht. Sollte ich das? Aha. Stern, Enklave. Willkommen, Sie wurden von unserem großartigen Präsidenten auserwählt, um am Krater im Sektor 762 Proben zu suchen und zu sammeln. Die mit Ihnen stationierte Bewaffnung hat sich bei früheren Tests als zuverlässig erwiesen. Sollten jedoch Probleme auftreten, warte mal kurz. Sollten Sie das Verteidigungsgitter mit Hilfe dieses Terminals ausschalten. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. So, nö. Da passiert mal gar nichts. Ja, interessant, also nicht. Was ist das? Ein Werkzeugkasten. Oh, Altmetall. Karen ist da, super. Kollege, du machst mir Corona, ne? Weil du läufst ständig in die Gegend und legst dich mit Gegnern an, die weit über deinen Fähigkeiten sind. Ja, halt die Schnauze. Digga, ne? Er sagt Vorsicht bitte. Noch ein Regulator. Hm? Ja, das waren dann schon zwei. Dann haben sich die Regulatoren mit der Enklave gefetzt. Ist auch mal wieder so was Neues. Alter, warte mal, ich muss mal was trinken. Ach, da ist ja der Eierkopf, den wir abgeschossen haben. Alles klar. Ja, nichts gegen Wissenschaftler. Aber ich muss sowas sagen, weil das ist einfach Kampfmesser.